Hier wird gefragt, den Inhalt dieser rot schraffierten Fläche zu berechnen. Das heißt, den Inhalt dieser Fläche, die eingeschlossen wird durch diese beiden Funktionsgraphen. Wir werden zu f von x und zu g von x eine Konstante k addieren, was als grafische Konsequenz eine vertikale Translation dieser zwei Graphen haben wird. Und wir werden die Zahl k groß genug nehmen, so dass diese rot schraffierte Fläche sich vollständig oberhalb der x-Achse befindet. Denn so können wir sagen, um diesen Flächeninhalt zu bestimmen, berechnen wir zuerst den Flächeninhalt dieser grün schraffierten Fläche, dann bestimmen wir den Flächeninhalt dieser blau schraffierten Fläche und von dem Flächeninhalt der grünen Fläche ziehen wir den Inhalt der blauen Fläche ab. Und somit bleibt effektiv diese Fläche da übrig, das heißt der Flächeninhalt, den wir eigentlich suchen. Dann machen wir das. Wir berechnen also das Integral von 0 bis 1 von dieser Funktion Quadratwurzel von x plus k. Wir haben ja eine Konstante k addiert. Dieses Integral ergibt den Flächeninhalt dieser grünen Fläche. Dann rechnen wir das Integral von 0 bis 1 von 2x hoch 3 minus x plus k. Das ergibt den Inhalt dieser blau schraffierten Fläche. Und diesen Inhalt ziehen wir von dem ersten Inhalt ab. Nochmal, wenn wir von der grünen Fläche diese blaue abziehen, dann erhalten wir effektiv diese Fläche da oben. Das ist die Fläche, deren Inhalt wir suchen. Also berechnen wir diese Differenz von beiden Integralen. Da die Integrationsgrenzen gleich sind, können wir die Differenz von diesen zwei Integralen als Integral der Differenz schreiben. Und wenn wir diese Differenz hier berechnen, dann wird das für k heißen, hier steht plus k und dann steht hinten minus k, was also bedeutet, diese Zahl k wird durch die Subtraktion verschwinden. Und das bedeutet grafisch, ganz egal, ob die Fläche, deren Inhalt wir suchen, sich vollständig oberhalb der x-Achse befindet, ob sie sich teilweise oberhalb und teilweise unterhalb befindet oder ob sie vollständig unterhalb der x-Achse liegt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Um diesen Flächeninhalt zu berechnen, rechnen wir immer das Integral von der oberen Funktion, das ist hier die grüne, minus der unteren Funktion, das ist hier die blaue. Also stellen wir die Fläche wieder da zurück, wo sie am Anfang war, so, und rechnen jetzt einfach das Integral von der oberen minus der unteren. Zuerst werden wir dieses Minus verteilen, ist gemacht, und jetzt bestimmen wir eine Stammfunktion von dieser Summe. Stammfunktion von Wurzel x. Wurzel x, das ist x hoch ein halbes. Wovon die Stammfunktion x hoch 3 halbe geteilt durch 3 halbe ist. Das kann man auch umschreiben in 2 mal x mal Quadratwurzel von x geteilt durch 3. Stammfunktion von 2x hoch 3, das ist x hoch 4 halbe. Und Stammfunktion von x, das ist x Quadrat halbe. So. Und diese Stammfunktion lassen wir jetzt variieren von 0 bis 1. Das heißt, zuerst ersetzen wir hier drin x da, da, da und da durch 1. Dann ergibt das 2 Drittel minus 1 halbes plus 1 halbes, also 2 Drittel. Dann ersetzen wir x da, da, da und da durch 0. Das ergibt dann 0 minus 0 plus 0, also 0. Und diese 0 ist von den 2 Drittel abzuziehen. Also finden wir als Flächeninhalt dieser rot schraffierten Fläche 2 Drittel. Aber 2 Drittel was? Es sind genau 2 Drittel vom Flächeninhalt des Einheitsquadrates.
Was also bedeutet, der Inhalt dieser rot schraffierten Fläche beträgt 2/3 des Inhalts dieses Einheitsquadrates. Und das scheint doch mit der Zeichnung übereinzustimmen. Was also heißt, unsere Antwort hat große Chancen, richtig zu sein. Sie ist richtig.